Ich glaube, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden. Wow, was ist das? Verstärkung aus Asgard. Die Einherjar werden mein Verschwinden gründlich untersuchen wollen. Und die durch den Himmel zwischen den Welten? Odin hat Tricks auf Lager, an die wir nicht mal zu denken haben. Sie landen auch in Nidavellir. Was ist mit den Zwergen? Solche Bedenken, ist es zu spät. Wir müssen gehen. Jetzt. Vorsicht! Ab dafür. Die Suche nach Tür. Abgeschlossen. Nice. Yggdrasil. Es ist so lange her. Ich hatte seine Schönheit vergessen. Tyr, auf deinen Reisen. Haben die Riesen hier von Loki geredet? Tut mir leid. Der Name kommt mir nicht bekannt vor. Die Riesen sind waren ein sehr verschlossenes Volk. Ergibt Sinn. Wenn ich ausgeruht habe. Nach da hinten. Okay. Ein Sorry, ist ein Katzen. Oh, Tyr. Du bist am Leben. Ach ja? Ist das so? Er ist nur müde. Ich habe ihm Essen und etwas Ruhe versprochen. Natürlich hast du das. Na, mal sehen, was sich machen lässt. Bitte, tritt nur ein. Wir sind gleich da. Ich glaub's ja nicht. Hallo? Also, können wir besprechen, was wir jetzt machen? Es gibt viel zu bedenken. Wir sprechen morgen früh. Oh, also gut. Morgen früh. Unter vier Augen mit mir. Halt still! Halt still! Ja! Schon viel besser. Danke. Siehst du? Schlaf gut, Tyr. Ich lege mich auch hin. Morgen steht viel an. Also, Tyr. Würde ich erst mal essen. Dir wurde wohl einiges versprochen. Dann wollen wir dich mal unterbringen, ja? Komm einfach mit. Hey, schaut euch mal an, was ich für euch habe. Ich gehe davon aus, dass das niemanden stört. Ich kümmere mich um ein Quartier. Es könnte etwas dauern, bis ich ein so großes Bett gebaut habe. Bitte, mach dir meinetwegen keine Umstände. Zu viel Platz wäre unangenehm. Habt ihr eine Besenkammer? Ja, aber da sind meine Besen drin. Mehr brauche ich nicht. Ehrlich. So, da sollen wir uns schlafen legen. Ich würde, glaube ich, erstmal. Essen vielleicht. Nichts Großes. Vielleicht ein paar Hartkekse? Hartkekse? Irgendeine Art Schiffszwieback reicht aus. Ich. Mit einer Prise Salz? Tja. Das ist also von Tyr übrig, hm? Da, wo ich herkomme, würde man sagen, er hat einiges durchgemacht. Haben wir alle. Du bist ja richtig philosophisch. Soll es was Besonderes sein? Philosophisch. Gut, philosophisch. Weißt du was? Wir sind in der Vorratskammer. Ich schau leise nach. Ja, soll ich. Nein! Was darf sein? Kein Steinholz. Ja, warte, ein Schild kann man machen. Ja. Damit hältst du ordentlich aus. Steinmauer. Geschliffenes Metall. Ausklingen, haben wir da was? Von Steinholz.
Knäuflich und Schäbchen. Glück hab ich schon wieder. Ja, was ist eigentlich ein Glück? Eichen. Braucht man das? Ja, ich würde, glaube ich, auf das hier sparen. Von mir aus kann's losgehen. Ressourcen. Ja. Ich würde sagen, wir schlafen. Die können wir nicht mehr reden, ne? Nö. Alles klar, schlaf gut, ne? Vielleicht kann ich heute Nacht schlafen. Ja. Den Schlaf eines freien Mannes. Ohne altes Auge auf mir. Woran denkst du, Bruder? Ich denke, ich will, dass alles wieder wird, wie es war. Tja, ich würde gerne auf Bäume klettern. Manches ist einfach vorbei. Ich wünschte, Atreus wäre nicht so rastlos. Ich will nur, dass er sicher ist. Ich weiß, Bruder. Doch ihn festzuhalten, bewahrt ihn nicht vor Gefahr. Der Junge ist entschlossen, eigene Fehler zu begehen. Und ich fürchte, Tyr wird einer davon sein. Ich sah noch nie, dass jemand derart gebrochen war. Sein Schmerz ist frisch. Du erwartest zu viel. Ja, mag sein. Dumm, dass Freya dich immer noch töten will. Sie wäre als Verbündete gut. Das ist keine Option. Nein, ist es wohl nicht. Kannst du nicht schlafen? Schleich dich nicht so an mich heran. Ich muss in Midgard was tun. Was? Ohne mich? Ich dachte, wir sind Partner. Sind wir? Ich war nicht sicher, ob du mit willst. Ich besuche eine alte Freundin. Oh, verstehe. Oder möglicherweise auch nicht, wenn man bedenkt, dass sie entschlossen ist, dich umzubringen. Das würde sie nicht. Also, ich finde es toll, dass du nur das Beste in jedem siehst. Wirklich. Und ich will, dass du weiterhin so denkst. Aber dafür darf dich auch keiner umbringen. Wir brauchen sie. Das ist es wert. Ist es das? Hey, also ich spiele jetzt ihn. Mit einer Alternative? Etwas weniger Riskantes, das dir aber vielleicht Antworten liefert? Wovon redest du da? Ein alter Freund, den du schon länger nicht gesehen hast. Ein sehr riesiger Freund. Jörmungandr? Hast du ihn jetzt gefunden? Warum zeige ich es dir nicht? Liegt auf dem Weg zur rachsüchtigen Göttin, die dich tot sehen will. Also haben wir Zeit zu entscheiden, nicht dorthin zu gehen. Also, weißt du, wo Freya ist? Nein, nein. Ich meine ja, aber reden wir erst mal mit der Schlange und dann bringe ich dich nicht zu Freya. Wie klingt das? Alte Freunde. Und wie es hier weitergeht, werden wir dann mit einem beschissenen Cut weitermachen. Bis dahin. Ciao. So, Leute, es geht wieder weiter mit einer neuen Runde zu God of War Ragnarok. So, wir müssen jetzt durch das Tor, ne? Und wir spielen einfach mal den Jungen. Krass. Haben wir das beim ersten Teil? Ich weiß gar nicht. Ich glaube auch eher, dass er der Nachfolger wird von Kratos. Dass man sagt, dass du deinen okay. Schlüssel von Yggdrasil hast. Ich bin wohl ohne meinen aufgebrochen. Du fängst klein an mit ihm. Hast du es so schnell satt, Gäste zu haben? Was? Um sich aufzuwärmen. Nein. Ich kann nur etwas frische Luft brauchen. Mehr nicht. Tja, hoffentlich magst du es kalt.
Sollen wir an deiner Hütte vorbeischauen? Wird uns dein pelziger Freund diesmal begleiten? Nein, ich wollte es dir sagen. Fenrir ist tot. Oh. Tut mir sehr leid, das zu hören. Im Vergleich zu anderen Wölfen war er sehr sauber. Danke. Ich würde dich ja umarmen, aber warum sollten wir unser Trauma noch vergrößern? Okay, so stärkt er seinen Bogen. Okay. So, es müsste eigentlich das Tor wieder da sein. Laufen. Na, ich hab was Schlimmes beim Helheim. Hat der Mützchen an? Kennst du den Weg noch? Yep, an den Ruderern vorbei. Aber deshalb glaubst du, Jörmungandr ist dort? Ich weiß, was ich gerochen habe. Tja, ist wohl viel passiert. Und ich brauche Antworten. Wie er läuft, ne? Oh. Oh, nice. Kann man ihn jetzt auch upgraden? Kann man das, warte. Wo ist das? Tatsächlich. Rüdergewand. Jo. Krass. Das ist cool gemacht. Eine Truhe. Nicht so einfach, was? Fahrt er was anders, so. Vater macht's anders. Der haut einfach durch. Ich wollte schon gerade sagen, wie macht er das jetzt? Wohin? Da glaube ich nicht. Tja, von allein fängt er kein Feuer. So, ja, sagt das. Also, was war los? Also, Vater hat gesagt, ich habe gezaubert, als Fenrir starb. Aber ich weiß nicht, wovon er da spricht. Zufällige Magie? Das ist beunruhigend. Wie das denn jetzt hier weg, oder? Ach, der Aufzug ist kaputt. Ich repariere ihn später. Hey. Der Junge konnte es doch machen. Was ist das denn? Was habe ich jetzt gemacht? Ich glaube, das geht. Keine Ahnung. Das war nicht nur zufällige Magie. Ich habe mich in einen Bären verwandelt. Einen Bären? So richtig mit Saba? Ja, doch ich verlor die Kontrolle. Niemand weiß mehr über Magie als Freya. Sie könnte helfen. Aber nicht über Riesenmagie. Gut, dann auf deine Weise, Sin. Eine riesige Giftschlange ist bestimmt viel sicherer. Sie ist giftig? Skalva! Ah. Wer ist noch? Drauf kommen, ne? Bisschen ungewohnt, ihn zu spielen. Unten landet. Schieß aufs Fass. Da ist auch Klingstein dran. Skalver! Ja! Fühlt sich gut an, was? Es ist toll, Sindri. Hey. Na, ich glaube hier nicht. Oh, hier ist das eine, was wir runtergeschlagen haben. Die kann ich nicht hochheben. Vielleicht ich kann mit etwas Hilfe? Nicht hoch, sieh mich nicht an. Wer weiß, wo die war. Versperrt. Wie ist der Arm von Tyrs Statue hier gelandet? Finde einen Weg da durch und ich erzähl's dir. Bin dabei. Stone-Ranken müssen überall. Sieht nach Zwergen aus. Ach, da. Es ist Klingstein. Aber der Weg ist noch versperrt. Und ich sehe keinen mehr auf dieser Seite. Moment, ich sehe mich mal um. Vielleicht brauche ich einen anderen Winkel. Ah ja.
War das eben auch schon da? Tier ist arm also. Dein Vater schuldete Thor Blutgeld. Und naja, er hat's bekommen. Wow, tolle Geschichte. Wie auch immer, ist es wahrscheinlich, dass das wieder passiert? Plötzliche, unkontrollierte Bärenrandale? Keine Ahnung. Oh nö, ne? Wir haben Besuch. Gibst du mir Deckung? Die sind buchstäblich aus Dreck. Ich fass sie nicht. Er sagt, du musst sie anfassen. Mir gefällt, ey, was wie du denkst. Muschi haben wir denn wird damit? Schon schief gehen. Erstklassiger Handwerkskunst. Etwas Hilfe wäre gut. Ah, na gut. Ja, ich, Oha. Verhören weggeschossen. Okay, der ist echt akrobatisch als Tor. Sein Schild. Was steht da mit seiner scheiß Pickaxe? Okay, der Vater macht übertrieben, der macht ja. Ja. Wer ist er denn? Danke, dass du so viele Sachen aus deiner Trickkiste geopfert hast. Tja, du brauchtest Hilfe. Was soll's? Die Masche aus Prinzip auch mal weg. Ja, der haut jetzt einfach drauf, okay. Was pickt denn da? Steht auch nur Hune. Also wir kriegen schon was, damit wir die Dorf wegmachen. Hundertprozentig. Mist. So. Der Aufzugschalter ist kaputt. Du kannst das reparieren, nicht wahr? Oder hat doch dein Bruder das ganze Talent? Vielleicht. Hat dein Vater die ganze Kraft? Wenn ich ja sage, bestätigst du damit, dass Brock der Talentierte ist. Er hat einfach schon Tätowierung am Ohr. Wo hat er das denn jetzt her? Auf geht's. Wo hat er jetzt einen Kürbis und eine Löcher? Keine Ahnung. Warum machst du dir so viele Sorgen? Ich muss mich einfach um die Leute kümmern, die ich mag. Damit ihnen nichts Schlimmes zustößt. Freya würde mich nicht töten. Und Jörmungandr Gandalf ist wahrscheinlich gar nicht da. Außerdem mag er mich. Na, keine Ahnung, Freya ist ein bisschen komisch drauf, das ne? Das hatte ich aus meinem Gedächtnis gelöscht. Ob wir die eigentlich gerettet haben. Wir sind hier. Oh oh. Da passiert was. Es passiert was. Tja, er ist weg. Hast du es schon mit Rufen probiert? Das Horn haben wir schon versucht. Ich rede aber nicht vom Horn. Jormuteum! Ah, die Augen. Senu! Ist gar nicht seltsam. Das ist die Seeschlange.
kennen wir auch aus dem ersten Teil. Nice. Sieht ja mega aus. Boah. Die Kamera sich aber bewegt und der Controller vibriert. Das. Junge, der soll ich nicht so anstellen. Wir kommen sollten. Gehen wir zurück. Ja, stopp zurück. Wird bestimmt nicht. Ach du Scheiße. Da war echt cool gemacht. Willst du es dir ansehen? Nein. Ja, man sieht auch da sein eingefrorener Schweif. Keine Ahnung, wie er sich bewegen konnte jetzt. Krass. Den fand ich schon immer krass. Und jetzt nochmal in bessere Qualität und mehr, ich weiß nicht, dass die Kamera sich auch noch so bewegte, wie der auch gesprochen hatte. Das fand ich auch krass gemacht. Du wirst vereist. Vielleicht kann ich. Ob das was bringt? Lässt du mich mal machen. Ja, mach. Hallo, meine Güte. Bei dir braucht man ewig. Alten Valkyren-Ratskreis spazieren und hoffen, dass Freya gut gelaunt ist? Na, jetzt da ich weiß, wo sie ist. Ja, genau das werde ich tun. Na, Scheiße. Sag Brock nicht, dass ich geflucht habe. Sein Ego wird unerträglich. Hey, Baldur hat versucht, sie zu töten. Uns blieb keine Wahl. Ich weiß nicht, ob sie das so sieht. Tja, ich werde sie nicht fragen. Außerdem waren es deine Pfeile. Du hast völlig recht. Und genau deshalb finde ich, wir sollten das nicht tun. Sag mal, kannst du mir jetzt mal schmieden? Wenn ich einen Schmied neben mir hab. Warte, bevor wir da... Okay. Bam. Ah, toll, der lebt noch, ja. Also das war genug Aufregung für einen Tag. Niemals. Wir sind so nah dran. So, ja. Bam! Nice. Oh.
Oh je. Was denn? Geht tief runter. Ist vielleicht ein Zeichen. Sei oder kein Feigling. Ich halte dich fest. Diesmal lasse ich dich auch nicht fallen. Gut, tritt einfach zwischen die Welten. Du weißt, dass es so nicht funktioniert. Aber bei Pestler, das wünschte ich. Siehst du, war das so schlimm? Ich hoffe sehr, dass ich das nie wieder tun muss, falls du das wissen willst. Mein Laden. Wenn ich dich nicht aufhalten kann, dann gehe ich nicht weiter. Ich werde bleiben und das reparieren. Wie du willst. Kann ich was schmieden? Hä, wie will ich jetzt einfach hier bleiben? Neue Fähigkeiten drin. Ah. Würgegriff. Bogenschießen. Ja. Ich brauche alles merken, ne? Oha. Prügelschläge auch. Sick. Den könnten wir auch machen. Aber das war's dann auch. Also, warte mal. Können wir da nichts machen? Ja, wie? Das ist schade. Das war ja das Vereise. Guck mal, nicht hoch. Wer ist da bleiben? Ich verstehe es nicht. Die ganze Zeit mitgekommen und jetzt will er da bleiben. Ich meine, okay, er kann sich irgendwie spawnen. Whatever. Das sieht irgendwie. Das kann ich bestimmt nicht zerstören. Ich muss woanders lang. Ja, da kommt man wahrscheinlich raus. Willst du wirklich mit der Pfeilspitze da reingehen, die ihren Sohn getötet hat? Ich versteck sie unterm Hemd. Außerdem ist es eine Mahnung, besser zu sein. Du brauchst eine Mordwaffe, um besser zu handeln? Sie verleiht mir eben Mut, ja? Ist das denn so schlimm? Wenn du dadurch glaubst, Freya von irgendwas überzeugen zu können, dann ja. Ich muss es versuchen. Oh. Ach, scheiße. Ah, da war der. Oh, er hat mich auch. Drecksding. Hältst du das echt für eine gute Idee? Du hast doch keinen Plan. Brock sagt, manche Leute brauchen Chaos. Ich glaube, er hat recht. Wieso glaubst du, dass das hier zutrifft? Hier geht's um Leben und Tod. Und um Ragnarök. Wir müssen was tun. Und das ist die letzte Option. Weiterleben. Das ist eine Option. Ja, dann schön, ne? Wo bist du? Da hinten. Wieso reden wir denn von der Entfernung? Gut. Wo lang geht's zum Rad? Solange ich nach oben und vorwärts gehe, komme ich sicher irgendwann an. Ja, genau. Ich kann auch alles zerstören unten. Wartet ihr mal auf mich? Keine Ahnung, was das ist. Klingschlag. So.
die Details, ne? Hier diese Cage, die komplett vereist sind. Das ist so krass. Ich habe jemanden tapsen. Eure Drecksau ist am tapsen. Da. Das wäre erledigt. Ich hab Lex gerade über Iza gemacht. Der denn her? Gut. Wunderbar. Das kann aber auch nur ich, ne? Das muss ich dazu auch noch sagen. Mann, wenn Vater mich jetzt sehen könnte, da würde ich eine durchdrehen. Ja, da würde ich richtig eine pfeffern. Ich müsste nichts verbergen, wenn er mir vertrauen würde. Wie kann ich dir vertrauen, wenn du lügst? Stimmt, gutes Argument. Wenn du auf mich gehört hättest, kann ich nicht dasselbe sagen? Was meinst du, von wem ich das habe?